Jawohl, Gothic 3 und los. Und mit Erstaunen stellen wir fest, ich bin in Murasul. Schon wieder zum 80. Mal, keine Ahnung, zur Billionsten Mal. Ich weiß es nicht. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Orgnarok ist weg. Wir haben in der letzten Folge diese geile Rüstung geholt. Sexy. Delicious. Und wie ich das jetzt gemacht habe, keine Ahnung. Ein richtig schönes Ding. Und dann musste ich mich leider von der Location zurück teleportieren, weil ich zu faul zum Laufen war. Und da ich nicht weiß, wo der gute Mann auftaucht, ich bin davon ausgegangen, der taucht vielleicht hier wieder auf. Ist er aber nicht. Ja, ist er jetzt weg. Aber das macht überhaupt nichts. Das macht überhaupt nichts, denn jetzt kommt die sehr gute Nachricht. Da war das Orgnarok weg, ist nicht die gute Nachricht, weil der Junge war manchmal echt ein bisschen begrenzt, was seinen IQ angeht. Jetzt nehmen wir ihn mit. Komm mit. Gut. Das sind die Bros des Todes. Ist doch eine Glatze für einen Helden und der, das Team, das wäre super geil. Also, was hatten wir jetzt hier noch für Aufträge? Genau, den Mörder von Ramirez, Tempelschlüssel. Den hat der Boss, den will er für 10.000 hergeben. Artefakt aus dem Tempel und sämtliche Wassermagier tot sehen, Tempel öffnen. Die alte Magie nach Bakaresh. Ah, ja, die Mission mit dem Wassertypchen. Kostbarkeiten der Wüste. Achso, der interessiert sich Sandcrawler. Schakalfälle. Okay. Sandlurke heute. Habe ich inzwischen Sandlurke heute? Und Daro? Jo. Hier sind deine Trophäen. Und sie sind sogar in sehr gutem Zustand. Gute Arbeit. Leider reicht meine Zeit nicht aus, um sie selbst näher zu untersuchen. Mein Freund Ashnu in Bakaresh ist aber noch immer sehr interessiert an guten Forschungsobjekten. Hier, in dieses Paket. Es enthält alles, was du mir eben gebracht hast. Bring es zu Ashnu. Er wird dich gebührend entlohnen. Zu Ashnu nach Bakaresh, so ein Zufall. Da will ich sowieso demnächst mal hin dackeln. Und jetzt haben wir doch die Aufgabe mit dem Ramirez, der ein bisschen tot war, aber ich habe es geschafft, seinen Mörder zu bestrafen. Und zwar hier. Ich kenne den Mörder von Ramirez. Der ist tot. Und? Wer ist dafür verantwortlich? Ein Assassine namens Hassan. Hassan also. Aha. Er hat für Nerusul gearbeitet und der hält sich zurzeit in Ishtar auf. Sieh zu, dass dir der Einlass nach Ishtar gewährt wird und knöpfe dir diesen Nerusul mal vor. Ich werde meinen Einfluss bei Zuben für dich geltend machen. Mehr kann ich nicht tun. Ach, und ich gehe davon aus, dass Hassan seine gerechte Strafe bekommen hat. Na logo. Ich habe mich um Hassan gekümmert. Dann ist der Tod von Ramirez gerecht. Gut. Hier, easy. Nimm dieses Gold. Du hast es dir verdient. Ja, vielen Dank, du netter Mann. Komm ja in Ishtar überhaupt nicht rein. Wegen des Einlasses nach Ishtar. Wenn du weiter so arbeitest wie hier in Murasul, wirst du schon bald vor Zugen stehen. Überzeuge noch ein paar der anderen Magier, dann bist du schon so gut wie in Ishtar. Läuft bei uns. Ja, der ist tot. Ja gut. Was hätte ich mit ihm tun sollen, guter Mann? Was genau soll ich mit Nerusul machen? Finde heraus, ob er wirklich hinter dem Erzdiebstahl steckt. Und falls das so ist? Dann erteile ihm eine letzte Lektion. Wir sind vielleicht ein Volk von goldgierigen Bastarden, aber wir werden niemals zulassen, dass lumpige Diebe wie Hassan zu Macht und Reichtum kommen. Ja, dreckige Diebe, ey. Ist schon recht. Gibt's hier doch was zu mitnehmen? Okay, Leute, ich hab Geschäfte getätigt.
gute Geschäfte und jetzt ist die Geldbörse ein bisschen angestiegen. Ich habe den ganzen Shit verkauft. Und ich habe mir das Rezept geben lassen für blablabla, da Ding, Heiltrank. Den aus Sonnen, den aus Sonnenkraut, genau. Den habe ich mir geben lassen. Und jetzt haben wir wieder ein paar Heiltränke. Also, läuft bei uns, würde ich mal sagen. Und da ich gerade in Gold schwimme. Hier hast du das Gold. Gib mir den Tempelschlüssel. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, du bist schlau genug, um dir das Gold von den Orks zurückzuholen. Dann logo. Ja, alles gecheckt jetzt. Jetzt könnten wir theoretisch in den Tempel gehen. Und Gonzale steht immer noch auf der Todesliste, so zum Dingens. Das, vielleicht bekommen wir die 10.000 Gold zurück, wenn der am Boden liegt. Leicht. Hey, Fremder, willst du mir doch mal helfen? Worum geht's? Irgendein Dieb hat die Seelenkelche der Händler hier gestohlen. Oh, dieser Drecksack, wer wird das wohl gemacht haben? Und jetzt beinen sie ein Dämon ist hier in Morasul. Natürlich gibt es keinen, aber sie verbreiten Unruhe. Gonzales will Ruhe. Bring mir das Horn eines Dämons, damit könnte ich die Händler überzeugen. Okay. Ja, natürlich will ich will für alles Geld. Ich bin Bastard, ein goldgieriger Bastard. Ich bring dir das Gold, ich will Geld, bla bla bla. Gut, Gold kannst du haben. Ja, sehr gut. Läuft bei uns. Wir haben Missionen, wir haben Level. Wir haben Level 30 sogar. Das wäre fast einen kleinen Abstecher wert. Warte hier. Warte mal, wir haben 42 altes Wissen. Da kommt die letzten. Warte hier. Na gut, dann bleibe ich hier. Warte hier, wir holen uns altes Wissen, denn ich habe da noch eins in Kaptun liegen lassen. So ein kleines Stückchen altes Wissen. Und ansonsten gab es noch einen. Ich weiß gerade gar nicht. Also Leute. Das Kaptur, das ist nicht wunderschön. Ich liebe die City. So ein richtig schönes kleines Örtchen. Mit Leuchtturm. Weil der Ding da hinten, der hatte einen Haufen altes Wissen bei sich. Deckard, was tut das? Zeig mir deine Ware. Er hatte altes Wissen bei sich. 12.000. Ist die Frage, habe ich noch irgendwas zum Verscherbeln? Ich habe vorhin so ultra viel von dem ganzen Paladin-Zeug verkauft. Der Sturmbringer bleibt bei uns. Ein Andenken, 5.000. Fehlen nochmal 5. Ah, ein paar Bögen. Es läppert sich, wenn man so eine kleine Anzahl hat. Die Assassinenmesser, das ist auch immer ein riesen Haufen Gold. Okay, 7.000. Kommst doch mal 4 von mir, dann hast du wenigstens wieder ein bisschen Gold zum Handeln. Und dann bedanke ich mich schon mal für deine 6 altes Wissen. Hier steht etwas über die alte Magie. Oh ja, die alte Magie. Etwas über die Geschichte der alten Kultur. Und die alte Kultur. Ja, jetzt gibt es wieder eine Menge zu lernen. Okay, die Frage ist jetzt halt, wo wir die letzten... Komm, das sind 2. Das sind 2, Leute, die kaufe ich mir einfach. Teleport? Ja, teleportiert. Und los. Die Macht des alten Wissens, der so angewartet. Ich habe ihm gar nicht gesagt, dass er das erwarten soll. Aber der ist in Morasul, alles gut. Den habe ich nicht verloren. Alles easy. Und zwar gab es da diesen einen speziellen Feuermagier. Hier zu der Höhle. Das ist interessant. Ja, die Rebellen werden schon... Die werden hier schon ein bisschen Ruhe bewahren und am Feuer chillen. Ja, sehr gut, sehr gut.
Bei den Rebellen ist alles ruhig. Der hier. Das laggt. Sehr schön. Der Charme des alten Spiels. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ich hätte gern einen. Gut. Und noch einen. Gut so. Und dann will ich wissen, wie man schneller lernt. 5000. Ich will schneller lernen. Wow. Natürlich willst du das. Du bist ein wissbegieriger Mann. Also nutze deine Zeit. Und nutze deinen Kopf. Du hast ihn nicht nur zum Tragen eines Helms. Oh, jetzt wo du es sagst. Mir fällt da auf, dass ich gar keinen Helm anhab. Okay, Leute, wir haben ein Ding erfüllt, das ich schon ewig haben wollte. Ich drücke mal die falschen Tasten. Schneller lernen. Das gibt's bei jedem Stufenaufstieg. Lernpunkt extra. Das heißt, in 7 bzw. in 9 Level, weil wir haben jetzt doppelt 2 Lernpunkte in altes Wissen investiert, gibt's Bonus. Ob da gibt's jedes Level einen Lernpunkt Bonus dazu. In 7. Also gegen Ende des Spiels wahrscheinlich rentiert sich der Scheiß dann doch. Okay. Okay, damit wäre jetzt alles zu machen. Gemacht, was ich machen wollte. Morasul. Und dann packen wir Anger wieder ein. Packen wir den wieder ein. Anger. Was ist er denn? Der ist bestimmt. Morasul ist verflucht. Ich weiß. Ach, zeig mir deine Ware. Versul. Ja. Alles cool, alles easy. Jetzt macht eigentlich der Ton, ist noch zu laut. Es wird dann nämlich bald gekämpft, denke ich. So, und jetzt hat Anga, wo warst du? Da ist er. Koppit. Komm mit. Gut. Anga verlässt die Gruppe. Ich weiß manchmal auch nicht, was die Begleiter eigentlich vor allem wollen. Wir hauen uns noch aufs Ohr. Wir hauen uns noch aufs Ohr und dann kann die Folge endlich mal richtig losgehen. Dann ist der ganze Shit hier erledigt. Bis zum nächsten Morgen. Auf geht's. Es geht weiter. Die Suche. Die immerwährende Suche nach Wassermagien. Wir haben jetzt schon 3 gefunden. So wie mir scheint. 3, genau. Genau, wenn wir auf die Karte gucken. Ist einer irgendwo hier, einer irgendwo hier und einer irgendwo hier. Das heißt, dass das hier drüben in dem Gebiet vielleicht auch noch ein paar sind. Es sind insgesamt 7 an der Zahl. Und da hinten am Horizont tut sich doch ein fettes Gebäude auf. Und das wird unser nächstes Ziel sein. Da will ich jetzt auch noch hingucken. Und danach, das ist hier sogar auf der Karte angezeichnet, das ist wahrscheinlich ein wichtiges Gebäude. Und danach ist die Frage, ob wir so entlang weitergehen oder einfach von Braga aus. Wir können dann auch einfach von Braga aus, weil da habe ich auch noch eine Quest offen. Oh Gott. Gott, langsam sollte das ganze Zeug mal abgeschlossen sein. Ja. Ah, halt, stopp, Moment. Bin ja ein cooler Templer. Was macht ein cooler Templer? Erstmal Johnny gönnen. Genau. Das stimmt und das ist wieder dieser schöne Bug. Da, ich gleite. Es gibt doch nichts Cooleres, wie über den Sandboden zu surfen. Und jetzt sollte die Animation eigentlich bald vorbei sein. Ja, bekifft. Bekifft durch die Wüste. Ja, das ist. Er fliegt. Er schwebt. Er läuft nicht mehr, er schwebt. Übermäßiger Drogenkonsum, Leute. Nehmt euch kein Beispiel. Ich stelle jetzt die Animation eigentlich bald mal ab. Ja, Ding. Ein Rechtsklick hätte gereicht. Das ist ein Feuerwarane. Und? Ist das eine Schatzkiste oder ein Stein? Ein Reifen. Ja. Okay, geh weg hier, Anga.
Wir sind auf der Suche nach, nicht nach Feuerwaranen, wir sind auf der Suche nach Wassermagiern. So lustigen Gesellen, die hier überall ihr Unwesen treiben. Und da ist auch schon die nächste. Die nächste ruinöse Landschaft. Al-Shadim gefunden. Sehr schön. Anga, du bist spitze. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Und Al-Shadim wird auch von Snappern bevölkert. So. Ja, interessant, dass Anga nur noch ein Schwert hat. Das eine habe ich ihm mal abgeknöpft, irgendwie. Naja. Ja, vielleicht will er ja seinen Sturmbringer wieder haben, jetzt wo er eine Hand frei hat für eine Zweihandwaffe. Okay, also hier wäre schon mal ja, noch so ein Räudige. Friss war der helle Bart. Sehr schön, ich dachte, das ist vielleicht so eine kleine Grabkammer wieder gewesen wäre. Nur, naja. Die war wohl nicht so. Und Schuss! Und vorbei. Komm schon, Snapper. Will dein Leder? Dann bist halt du der mir Leder gibt. Dankeschön. Und wie er in die helle Bade springt. Keine Chance. Ich hasse die Viecher. Ja, zu Recht. Sie sind auch überall. Kommst du, Anga? Sehr schön. Guter Mann. Guter Mann. Und, ja, hey, cool, Leute. Wir haben Leute gefunden. Und seltsam aussehende Pilze. Kleines Feuerchen. Aha, interessant. Interessant. Ja, und schon wieder ein Wassermagier. Futres. Ha! Und Steintafel. Hier steht nichts Neues. Aber die kennen wir schon. Schade, ey. Ich hätte mich jetzt nochmal über einen kleinen Bonus an altem Wissen erfreut. Na gut. Sippenanführer. Wer ist das? Oh Gott. Du hast dir viel Zeit gelassen. Warum kommst du erst jetzt? Ich. Keine Ausflüchte. Wir haben Großes vor und keine Zeit, um sie mit Rechtfertigungen zu verschwenden. Ich werde dich in alles einweihen, so gut ich kann. Keine Ausflüchte, ja. Weih mich ruhig ein. Ist hier noch jemand? Ein Hocker? Der Hocker, den finde ich schon mal ansprechender wie Saturas. Saturas quatschen wir in der nächsten Folge, habe ich gerade eben beschlossen. Der kann doch ein bisschen... So vorausgesetzt, wir finden jetzt hier keinen, der noch irgendwie... Hat er nur Dinger dabei? Ach, der hat einen Namen. Wutras. Wie geht's dir? Steht so provokant hier. Als würde er hoffen, dass ich ihn anspreche. Aber ich spreche ihn nicht an. Also Wutras. Okay, ich bin mal nicht so. Wie geht's dir? Die Orks wühlen in den Geheimnissen des alten Innos-Volkes. Was auch immer sie finden werden, es wird Tod bringen. Sei nicht so negativ, dann laber ich halt doch mit Saturas. Was hast du vor? Saturas sagte, dass du kommst. Er sagte, wir sollen dich unterstützen. Das habe ich vor. Ich unterstütze dich mit allem, was ich weiß. Und was weißt du? Wir müssen die Orks aufhalten. Gut, ich habe ein paar Männer hinter dem Lager der Orks in Stellung gebracht.
Finde sie und sage ihnen, was wir vorhaben. Ich selbst werde mit meinen Männern von hier losschlagen. Aber du musst uns ein Zeichen geben. Ein Zeichen? Was für ein Zeichen? Am besten, du greifst den Obersten der Orks an. Wenn sie abgelenkt sind, schlagen wir zu. Wo? Benachrichtige die Nomaden bei Al-Shaddim. Okay. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ein Schwertmeister, 20 Lernpunkte. Könnte ich sogar schon lernen. Wow. Ich hätte sogar die Lernpunkte. Wow, heftig. Sippenanführer. Aha, okay. Die gehen jetzt irgendwie da nach oben, bringen sich in Stellung. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Moment, wo diese wunderschöne Folge, in der wir eine Menge Scheiße, also ich eine Menge Scheiße gemacht habe, die uns vorangebracht hat, aber gleichzeitig sind wir storytechnisch in der Welt nicht viel weitergekommen. Und er marschiert jetzt irgendwie. Wahrscheinlich gibt's hier da vorne ein Orglager. Genau. Leute, vielen Dank fürs Einschalten, es war wunderschön. Ihr kennt ja das Spiel, YouTube. Es gibt da so einen Algorithmus, der bewertet Videos gut, wenn sie Kommentare haben und Likes. Ja, macht was draus. Haut rein!